IC 1933 Oldenburg Hauptbahnhof nach Leipzig Hauptbahnhof um 12:29 Uhr. Fahren Sie diesen Personenzug von Oldenburg Hauptbahnhof nach Bremen Hauptbahnhof. Zugpferd ist die Baureihe 101 von der Deutschen Bahn, 532 Tonnen schwer, 10 Wagen und 247,7 Meter. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, ganz kurz vor dem Heiligen Abend. Es wird wahrscheinlich das letzte Video sein vor Weihnachten. Aber ich dachte mir, ich mache nochmal schnell eins vor Weihnachten. Dieses Video bzw. dieses Szenario spielt auch am 23.12.2022, 12:29 Uhr, wie ihr lest. Als ich dieses Video gemacht habe, war es genau 12:40 Uhr, also es passt so in etwa. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Es ist leichter Schneefall, so wie es sich gehört an Weihnachten. Wir müssen jetzt hier erstmal den Fahrtrichtungswender einstecken. Nach vorne verlegen, damit wir die Türen öffnen können. So, dann müssen wir die Zuglichter einschalten natürlich. Jetzt machen wir mal nach vorne. Jetzt machen wir so. Das müssen wir öffnen. Da müssen wir mal kurz aufstehen. Zwar hier die Zugsicherungssysteme einschalten, als wären SIFA, PZB und LZB. Wir sollten die. Was haben wir hier? Signalleuchten auf Spitzensignale. Genau, das brauchen wir soweit nicht. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, das trifft sich gut. Dann können wir uns erstmal wieder unseren Sitz setzen. Können die AFB noch einschalten, ganz wichtig. Da haben wir sie. AFB, So. AFB, AFB. Müssen wir gleich erstmal wieder runtersetzen. Die ist ein bisschen. So, hat sich schon erledigt. Dann machen wir die erstmal auf 40 km/h. Wir müssen noch die Scheibenwischer einschalten. Zwar machen wir das erstmal auf unregelmäßig. Fernlicht können wir ausschalten. So, dann dürften wir eigentlich soweit abfahrbereit sein. Können uns noch ein bisschen draußen umsehen. Hab jetzt mal so eine Lok genommen. Ich finde, die ist einfach wunderschön. Auch mit dem Schnee da vorne dran. Einfach herrlich. So, schließen die Türen. Und dann ist Abfahrt. Hier in Oldenburg. Lösen die Bremsen und dann schalten wir langsam auf. Auf geht's! 144 bzw. 29 Kilometer bis Delmenhorst. Das wäre unser erster Halt. Können uns befreien. Zugbeeinflussung. Das machen wir. Zugbeeinflussung. Weiter aufschalten hier. Und da müssen wir gleich quittieren. Die haben wir auch gedrückt. Das heißt, wir können auch jetzt die AFB 60 km/h stellen. Wunderschön. Die sollten wir auch drücken.
Und dann denke ich, dürfen wir auch gleich auf Reisegeschwindigkeit, wenn wir so ein bisschen aus dem Bahnhofsbereich raus sind. So langsam kommen wir auf Geschwindigkeit. 120. Oh, jetzt habe ich. Das war zu viel. Okay. Alles gut. Gleich mal in Delmenhorst schauen, warum die Lok auch die Schlussleuchten an hat. Habe ich doch eigentlich gar nicht gemacht. Ach, wir haben sogar Sandwich. Ist ja noch geiler. Habe ich jetzt auch nicht gewusst. Genial. Also doppelte BR-101 Kraft. Genial. Traumhaft. So, 160. Vielleicht werden wir dann auch gleich in die LZB aufgenommen. Ein Tag vor Heiligabend. Gibt es natürlich sehr viele Fahrgäste, die sich auf dem Weg zu ihren Liebsten machen, um dort Weihnachten zu feiern, und dementsprechend voll sind die Züge natürlich. Und so ist es auch bei uns hier. An diesem frühen Mittag würde ich das jetzt mal bezeichnen. Und fahren hier hoch in den Norden. Über Delmenhorst nach Bremen Hauptbahnhof. Aber vielleicht fahren sie auch noch weiter, steigen in Bremen nur um, wer weiß das schon. Meine nächste Zugfahrt wird mich auf jeden Fall nach Leipzig Hauptbahnhof führen. Ich habe schon mal so vorgeschaut, über welche Bahnhöfe ich so fahren werde. Also da kommt Berlin in Betracht. Von Erfurt habe ich auch was gelesen. Halle, Magdeburg, Frankfurt. Es wird eine verrückte, wilde Fahrt. Und ich freue mich da schon sehr drauf, muss ich wirklich sagen. 18.03.23 ist der Tag der Tour. Wunder, wunderschön. Ich hoffe ja, dass das Wetter da einigermaßen ist. Also trocken sollte es schon sein und einigermaßen von den Temperaturen her, würde ich jetzt mal sagen. Also es sollte da nicht wie noch in die Minusgrade gehen. Also das macht dann keinen Spaß. Jedenfalls meine Meinung. Aber das Wetter kann man ja leider nicht beeinflussen. Von daher kann man nur das Beste hoffen und ja.
So, 18 Kilometer noch bis Delmenhorst, unserem ersten Halt und unserem einzigen Zwischenhalt, würde ich mal sagen. Dieser Zug fährt ja bis Leipzig. Kann ich das ganz kurz nochmal zeigen? Oldenburg-Leipzig, also hat schon noch ein paar Kilometer vor sich, aber so ist das halt. Und das war jetzt wirklich reiner Zufall, dass ich mir dieses Szenario ausgesucht habe, wo die Endstation Leipzig ist. Also das hat nichts mit meiner Tour zu tun. Das war wirklich jetzt reiner Zufall. So, und ich sehe 120, 1,8 Kilometer. Das sollten wir dann uns mal so langsam hinbewegen. Das ist natürlich der Nachteil bei Schnee. Aber wir haben es hinbekommen. Das ist das Wichtigste. Wollte gerade sagen, das ist nämlich der Nachteil bei Schneefall. Das ist doch sehr, sehr schnell. Was ist denn jetzt los? Warum wurde es denn da vorne so dunkel? Dass es da sehr, sehr schnell Radschlupf gibt. Also. Das ist natürlich mit den Bremsen so eine Sache. Gleich wieder 150. So, 7 Minuten haben wir noch für 12 Kilometer. Sollten wir eigentlich schaffen, dass hier keine Fehler mehr erlauben. LZB scheint hier auf dem Teilstück noch keine Rolle zu spielen. Mal sehen, wie es dann von Delmos nach Bremen ist. Ob wir da noch LZB bekommen werden oder nicht. Was kommt da? Ein Regionalexpress. Sehr, sehr nice. Ja, der Schneefall wird stärker. Also ist jetzt nicht so, dass das abnimmt oder die es irgendwie mal aufhört. Im Gegenteil, muss man echt sagen. Aber das gehört ja zum richtigen Winter und zum richtigen Weihnachten auch dazu. Das kann man aktuell bei uns in Deutschland allerdings, ja. Eher nicht sagen. Da ist es eher grau und nass und möchte schon fast sagen warm. Gut, der eine mag es, der andere nicht. Für die Kinder, klar, ist Schnee immer schöner, kann ich total verstehen. Aber ja, man steckt nicht drin, man kann nur damit leben, was man bekommt und man kann es halt nicht ändern, ne? Man muss damit leben.
wunderschön. Wunderschön. So, 5 Kilometer noch. Dann dürfen die ersten Fahrgäste aussteigen, wenn sie denn wollen. In Delmenhorst. Endstation dieses Zuges Leipzig Hauptbahnhof. Da kam noch eine hübsche 612er uns entgegen. Sehr, sehr schön. Damit habe ich dann auch Level 5. Erreicht mit diesem Zug. Wir sollten jetzt ganz schnell bremsen. Jetzt habe ich nämlich gleich ein Problem. Das war noch gar nicht. Ich dachte jetzt, boah, schon Panik bekommen hier. Das waren erst die. Boah, ich. Das war noch nicht der Bahnhof. Egal. Weil das mit diesen Geschwindigkeiten, das irritiert dermaßen. Ich muss mal wieder sehen, wie ich das wieder wegbekomme. Dass das wieder oben rechts am Rand steht. Das ist wirklich. So ist scheiße. Ich gedacht, ich verpasse den Bahnhof jetzt, aber Glück gehabt. Es war nur die Geschwindigkeit. Ein bisschen Geschwindigkeit noch dazu nehmen, sonst doch ein bisschen langsam. Meine Güte, habe ich mich gerade erschrocken. So, da wären wir in Delmenhorst. Pünktlich sogar. Wahnsinn. Ist das pünktlich sogar? Öffne die Türen und schauen wir uns hier mal um. Wenn wir mal auf die Wagen schauen, was da so steht. Oldenburg, Delmenhorst, Leipzig. Wobei Bremen auch noch draufstehen müsste. Sollte. Kommt da was? Nee, schade. Können wir noch schnell auf die Zugzielanzeiger schauen? Sowieso noch 2 Minuten Zeit. Da steht Bremen, Hannover, Braunschweig und Leipzig. Verspätung circa 1 Minute, das stimmt aber überhaupt nicht. Weil wir waren pünktlich, mein Freund. Mit dem IC 2039. Wir waren pünktlich. 12:46 irgendwas. Also da stimmt was mit deiner Wahrnehmung nicht.
Egal, lassen wir das mal so. Folgezüge sind nach der RE nach Hannover. Und hier fährt gleich ein um 13:04 Uhr der RE, wie auch immer, nach Nörtermoole über Hude-Oldenburg, Bad Zwischenhahn nach Nörtermoole. Folgezüge auch hier der RE nach Norden Hamm. So, wir haben aber jetzt hier gleich Abfahrt. Schnee und weil gleich fällt. Dann schauen wir uns gleich mal an, wie diese wunderschöne Breuer 101 schiebt. Schließen zuvor die Türen. Schließvorgang eingeleitet. So, nächste Station Bremen Hauptbahnhof. Auf geht's. Wunderschön. So, da soll man gut 10 Minuten sein. 13 Kilometer sollte hinhauen. Ach, war schon wieder zu viel. Herzlich willkommen an Bord des IC 2039 der Deutschen Bahn auf dem Weg von Oldenburg nach Leipzig Hauptbahnhof über Bremen, Hannover. Nächste Station Bremen Hauptbahnhof. Voraussichtliche Ankunft 13 Uhr. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Darauf freue ich mich auch schon, wenn ich nach Leipzig fahre. Die ganzen Ansagen in den verschiedenen Zügen. Vor allem, dass wir so verschiedene Züge fahren werden. Also, wir werden mindestens drei ICE fahren, wenn nicht sogar zwei bis drei ICs oder ICE. Bin mir noch nicht ganz sicher. Und ich werde auf jeden Fall erste Klasse fahren. Das ist safe, sicher. Das ist safe, also. Extra Bahncard dafür und ja, ich freue mich tierisch drauf. Es wird eine mega geile, epische Reise. So, Bremen ist natürlich schnell erreicht. Das ist von Delmos nur wirklich kein Katzensprung mehr. Jetzt wird es auf einmal wieder heller. Habt ihr das gesehen? Ganz, ganz komisch. Dieses dynamische Wetter. Lässt der Schneefall gleich nach? Ist das schon mal ein gutes Zeichen? Oder was hat das zu bedeuten, diese Aufhellung? So, LZB wird es nicht mehr geben.
Hauptbahn, das ist auch nicht weiter tragisch. So, gleich 120. Werde ich jetzt diesmal ein bisschen früher bremsen, weil sonst wird es wieder so knapp. Wegen dem Anti-Radschlupf. Beziehungsweise wegen dem Radschlupf. Anti-Radschlupf wäre schön. Den hat er aber leider nicht. ASR. Ich wusste es. So, so kann man das eigentlich relativ gut lösen, selber bremsen dann, weil die AfB, die schafft das nicht. Das ist das wird dann nichts. Dann seid ihr einfach noch zu schnell, wenn ihr dann an dem Signal ankommt. Und wenn das PCB beeinflusst ist, dann habt ihr sowieso die Arschkarte. Wenn ihr nämlich dann noch zu schnell seid. So, hier ist schon mal quittierpflichtig. 60. Nee, jetzt haben wir aber die Arschkarte. Jetzt wird es Zeit. Nämlich runterkommen auf mindestens 85, weil der gelbe Spalten da abläuft. Das sollten wir eigentlich schaffen. So. 80. Ja, rein uns. Aber da stand doch was von 60. Auf dem Signal, dann gehen wir mal runter, ganzen Schritt bis auf 60. Ist mir sicherer. Hier steht's nämlich. Zugbeeinflussung. Da ist nämlich 60. So, dann haben wir es gleich geschafft. SIFA. 40. Beeinflussung. Wird noch ein schicker RE mit seinem N-Wagen. Wunderbar. So, wir sind jetzt unter 1000 Hertz Beeinflussung. Ich bleibe jetzt bei 40, auch wenn das noch nicht vorgegeben ist, aber besser ist. Weil der stand nämlich vorhin auf jeden Fall auf dem Signal und hat das auch was zu sagen. Also im nächsten Hauptsignal ist auf jeden Fall Zugbeeinflussung. 40. So, das ist nochmal die nächste Vorankündigung mit 40. Und danach kommt dann das nächste Hauptsignal, ist dann auf jeden Fall 40. Also bis da sollte man das dann doch schon erreicht haben. Zugbeeinflussung. Das ist nochmal eine Vorankündigung. Zugbeeinflussung. Und hier ist definitiv 40. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung.
Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, und 50 Meter, 30 Meter, dann ist 40. Stehen schon jede Menge Dostus, wie ihr seht. Alle warten so auf Abfahrt. Wir drücken nochmal die SIFA. Und dann fahren wir langsam in den Bremer Hauptbahnhof ein. Nehmen schon mal die Leistung weg hier. Und lassen uns sanft einrollen. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ja, bin ein bisschen zu langsam, würde ich sagen. Ach, jetzt war ich zu schnell. Verdammt. Ja, machen wir es so. Habe ich nicht quittiert, verdammt. Naja, angekommen sind wir ja. Auch wenn wir ein bisschen früher halten als gedacht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schauen wir mal an, wie wir uns abgeschnitten haben. Ob wir überhaupt Gold erreicht haben. Ja, doch. Wir sind ja pünktlich gewesen. 12.59 Uhr in Bremen, 12.47 Uhr in Delmhorst. Deswegen frage ich mich, wie der Zugzielanzeiger darauf kam, dass wir eine Minute zu spät dort gewesen sein sollen. Naja, sei es drum, wir haben es geschafft, ohne irgendwelche wesentlichen Störungen oder Zwangsen, außer die jetzt hier in Bremen am Bahnhof wegen dem 500-Hertz-Magnet. Aber ich denke, man kann man drüber wegsehen, hoffe ich. Ich wünsche euch auf jeden Fall richtig schöne Weihnachten. Habt Spaß mit euren Liebsten. Seid friedlich miteinander. Habt ein schönes, besinnliches Fest. Lasst euch beschenken. Wobei, es gibt andere Dinge, die wichtiger sind. Ist jedenfalls meine Meinung. Und ja, seid friedlich miteinander. Habt ein schönes, schönes Weihnachten. Ein paar schöne Tage. Ihr hört mich dann nach Weihnachten wieder. Bis dahin, macht's gut. Habt ein schönes Weihnachtsfest. Ciao, Servus und Tschüss. Euer The Danish Peters. Ich sage mal, bis die Tage, ihr hört mich. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer The Danny Spieters. Bye, bye. Macht's gut.